So, da sind wir wieder bei City Skylines. Ja, der Stuhl ist auf jeden Fall nicht unser Spielstand. Das ist auch nicht unser Spielstand. Hilfe, was ist los? Ah, das ist, glaube ich, unser Spielstand. Da haben wir zuletzt aufgehört. Ja. Ich lese die Kommentare. Ihr müsst es mir nicht auf Twitter schreiben oder sowas. Manche von euch schreiben mir die Sachen, die schon 5 Millionen Mal in den Kommentaren stehen, auf Twitter. Was komplett sinnlos ist, weil ich die Kommentare ja eh lese. Ich sollte eine Autobahn zum Industrieviertel bauen, da die Leute eigentlich nur zum Industrieviertel wollen und deswegen entsteht überall Stau. So. Problem ist, der Zylinder ist im Weg. Anderes Problem, was nicht vorhanden ist, ich habe genug Geld. Nächstes Problem wird, wir haben bald so viel Müll, dass wir die Verbrennungsanlagen Tausende brauchen. Deswegen, ja. Das ist schön, dass neue Grundstücke zum Kauf stehen. Man kann sogar das Stück kann man sogar kaufen, da wo die Autobahn drauf ist. Okay. Das ist schon crazy. Aber wir brauchen eine Autobahnzufuhr. Warte, wir haben das Viertel doch, ne? Wir können doch, die Autobahn von dort nach da hinten ziehen, oder? Geht es? Oder waren die dann immer noch über denselben Eingang rein? Mach mal eine Autobahn. Natürlich mit Schutz. Ich hätte die gerne andersherum gewinkelt. Warum muss eine Autobahn eine Kurve sein? Ich habe gerade Straße ausgewählt. Ach so, klar. Das ist nur das erste Stück, damit so als Kurve rauskommt. Da, jetzt kann ich es auch relativ gerade bauen. So. Jetzt haben wir nämlich da eine Autobahn, wo die Industriefahrzeuge alle hier reinbiegen können. Da hätte ich aber doch gerne die Autobahn, glaube ich, auch mit dieser Brücke hier verbunden. Bisschen mehr gerade. So. Ist aber jetzt nur in eine Richtung, oder? Ah, das ist auch nur in die Richtung. Okay, ich verstehe Straßen nicht. Okay. Wie hat das jetzt dem Verkehr eigentlich geholfen? So als große, mächtige Frage. Okay, hier stehen immer noch viele LKWs gerade drin, die ins Industrieviertel wollen. Aber hier fahren auch auf jeden Fall extrem viele Autos. Das ist schon mal schön. Sollte auf jeden Fall schon mal geholfen haben. Ihr habt gesagt, ich soll mit Einbahnstraßen arbeiten, aber ich verstehe Einbahnstraßen nicht, deswegen werde ich es nicht tun. Und ihr meint halt, dass ich eine Autobahn so bauen soll, dass sie hier stehen eh die falschen Straßen. Das bringt eine Straße, wo man hier fahren doch eh alle raus bei der Straße. Warum ist da eine zweite Spur? Genau wie hier. Muss ich, glaube ich, Autobahnen bauen, ne? Weil die in eine Richtung gehen. Das kann man zur Autobahn aufbessern. Warum kann man das zur Autobahn aufbessern? Ich muss es nicht verstehen. Glaube ich. Verstehe sowieso irgendwie nichts. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Stadteinwohner. Und die wollen mehr Industrie. Deswegen bauen wir erstmal ein paar. Wir fangen jetzt an mit breiteren Straßen, mit vierspurigen Straßen zu bauen. Oder wollen wir gleich auf sechsspurige? Ich glaube, wir bauen einfach mit sechsspurigen Straßen ab jetzt. Machen wir natürlich eine Kurvenstraße. Die beginnt ab hier. Und wird ein bisschen kurviger, bitte. Ja, genau, so. Da.
Da haben wir so eine Hauptstraße, die durch die Stadt verläuft. Wäre, glaube ich, ganz cool, wenn wir die sogar durchziehen würden, durch die gesamte Stadt eine so breite Straße. Damit die... Naja. Sehr gut. Damit die besser durch die Stadt durchkommen. Da ist irgendein Gebäude, was abgerissen werden muss. Da nicht. Ist das das Minecraft-Gebäude? Nee, das Minecraft-Gebäude ist da. Okay. War wohl schon seltsam, weil das eingerissen wird. Da ist auch wieder irgendeine Einrichtung. Da ist auch ein Park. So, jetzt haben wir nämlich eine fette Hauptstraße durch die Stadt durch. Wir haben zwar wieder Minusbewohner, aber wir haben eh unendlich Geld. Ach, da ist der Park, den müssen wir verschieben. Oh, das Industrieviertel war aber so glücklich mit seinem Park. Na, da habt ihr noch. So. Straße aufwerten. Warum? Ah. So. Straße aufwerten. Dich und dich. Und dich. So. Dann jetzt nochmal hier. Die schieben wir einfach so ein paar Meter nach da. Ups, da habe ich ein Haus abgerissen. YOLO Modadolo. Und dann werten wir die Straße auch noch weiter auf. Und da müssen wir nochmal einen Park verschieben. Zack. Glücklich und traurig gleichzeitig. So. Haben wir hier eine große Hauptstraße, die durch die Stadt durchführt. Okay. Wirkt schon mal gut. Ansonsten bauen wir... Wie breit sind die Straßen, wenn ich mit denen baue? Auch so breit. Dann bauen wir hier weiter mit den kleinen Straßen. Turm bitte. Zack. Ein bisschen schwer, die exakt selbe Kurve nochmal hinzubekommen. So ist ganz gut. Ja. Jo. Selbiges hätte ich hier gerne nochmal. Bis dahin und dann so. Ne. Bisschen steiler. Wir sehen es ja an der blauen Linie außen, wie weit wir klicken müssen. So. Ja, es geht nicht perfekt, aber egal. So, dann brauchen wir die sechsspurige Straße. Die geht nämlich von da einmal gerade raus. Hä? Achso, weil ich Kurve angeklickt habe. Einmal gerade raus. Und dann wieder kurvige Straße. So. Genau. Die machen wir einfach gerade exakt daneben. Obwohl. Oh, ich weiß es nur nicht. Aber egal, wir haben jetzt hier auf jeden Fall wieder viel, viel Platz fürs Industrieviertel. Und bevor wir überhaupt groß hier was machen, verlegen wir erstmal Wasser da unten lang. Ich meine, wir haben das Geld, um unsere Stadt jetzt echt wirklich auf Größen hinaus zu befördern. Wir brauchen zwar dann wieder ganz viel Strom und so, aber wir haben das Geld, dass wir uns das alles leisten können. Deswegen sollten wir momentan nicht so die große Sorge haben. So. Gehen wir nochmal kurz ins Budget und drehen schon mal Wasser auf 75% hoch. Dass wir mehr Wasser haben. Ja, die Mülldeponien werden voll, das weiß ich. Und jetzt... Ach, wieder keiner mehr seine Häuser baut, weil da dieser eine Pixel fehlt. Da komm, baut jetzt. Ihr dürft alle wieder bauen. Ich habe die Straße noch nur neu gemacht. Ihr dürft alle bauen. Hier dürfen auch noch Geschäfte entstehen.
Alles easy. So. Wer so nah an die Industrie zieht, hat Pech gehabt. So, hier kann alles noch Industrie werden. Das da oben hätte ich vielleicht nicht gerne Industrie. So. Perfekt. Und das alles für ist ein riesiges Industrieviertel. Da kommen noch Straßen dazwischen. So, machen wir jetzt mal so. Und bauen dann nochmal normale Straßen dazwischen. Gerade Straßen, yes. So, eine da, eine dort. Immer so ein bisschen abwechselnd. So. Bitte ohne die Ankerpunkte. Naja. So. Perfekt. Können wir auch mal so eine Straße einfach bauen, die nur da reingeht. So, sowas gibt's ja auch mal. Genau, schön. Da wohnt zwar noch niemand, aber hey. Was muss ich eigentlich machen, dass mir Leute in meine Stadt ziehen wollen? Wir können die Bildung erhöhen. Mehr Bildung! Okay, wir haben zwei Oberschulen nebeneinander, aber egal. Mehr Bildung! Kostet nicht so viel. Die kosten noch weniger. Bauen wir mal eine Schule hier hoch. Das Viertel auch eine Schule. Ah, wir können die Zeit auch mal auf mal 3 stellen. Schon wieder Minusbewohner. Achso, ja, weil ich schon wieder Häuser von denen abreiße. Wir können mal den Bereich größer malen. Wenn ich wüsste, wie das geht. Ah. So. Richtlinie soll ja in der gesamten Stadt gelten. Auch für euch, ihr Zylindermenschen. Ist das da unten schon Industrie? Ja, ne? Ah ja. Dann machen wir es doch bis dahin. Zack. Das ist alles Industrie. Das Industriegebiet hat seine eigenen Regeln. So. Ach, mit Rätsel löscht man. Okay. Naja, ich weiß, dass ich verlassene Gebäude habe. Um die kümmere ich mich dann schon. So. So, dann... Zylinderhausen. Hier oben ist Zylinderhausen. Da haben wir Oberzombingen. Da ist Zomzom Industrieviertel. Sehr schön. Und wir warten eigentlich nur, dass unser Geld weiter steigt. Dass die Leute glücklich sind und dass wir ihnen Ringe aufsehen. Die haben kein Rauchverbot, die haben gar nichts. Oh, guck mal den tollen Hippie, der da hingemalt hat. Ah, Polizei wird teurer, aber... Verbot für starkes Verkehrsaufkommen. Okay. Wir haben ja die untere Straße. Die ist dafür da für starken Verkehr. Hilft es der Stadt jetzt? Achso, Moment, wir haben ja eh noch einen Fehler. Hier kommen die ja alle rein, aber es kommt keiner raus. Weil wir auf die zweite Spur einen Weg, eine Straße bauen müssten. Dann müssen wir nochmal... Die Autobahnen sind wirklich einspurig, ne? Ja. Dann baue ich hier...
Ich weiß, was ich umbaue. Oh, das ist ein guter Plan. Wir reißen nochmal euren Park ab. Tut mir leid. So, 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 so. Noch ein Park weg. Ha. So. So, hier haben wir eine dicke Straße. Da können wir doch auch einfach das rüberziehen. Ja, was mal hier an. So. Und dann hätte ich die Straße hier auch gerne noch dick. So. Genau, dann kommen wir von der Autobahn und hat hier perfekten Zugang zu dieser Brücke. Ich möchte, dass die beiden Straßen auch auf die Autobahn führen. Dass jetzt hier Autobahnen rankommen. Wie würde das denn gehen? Ich habe keine Ahnung, wie ich zu der zweiten hinteren Spur kommen soll. So, dass so die Autobahn in die Stadt reinführt. Oder ins Industrieviertel ist klar. So. So. Perfekt. Wunderschön. So. Ich sehe leider nur niemanden, der die Rausfahrstraße benutzt bisher. Die super hässlich ist. Boah, an die Straße muss ich mich vielleicht offscreen sogar setzen. Oh, wieso habt ihr kein Wasser? Ach, weil ich denn die Rohre hingelegt habe. Solche Kleinigkeiten fallen mir doch nicht auf, dem Bürgermeister. So. Da haben wir noch leere Gebäude. So. Oh, Wohngebietnachfrage, endlich. Dann baue ich hier noch ein paar Straßen jetzt hin. Jetzt haben wir nämlich bald unsere Müllverbrennungsanlagen. Ich hätte gerne... Ja, wo können die eigentlich hier nach oben expandieren? Sogar extra die Straße nochmal ein Stück weiter, dass ich das Haus nicht abreiße. Normalerweise reiße ich hier jedes Haus ab, was nicht bei 3 weg ist. Ups, aber eins im Weg. So. Wunderbar, da können ein paar neue Leute wohnen. Hier haben wir nochmal eine Straße rein. Hier eine kleine Einfahrt wieder hin. Wunderbar. Markieren. Grün. Vielleicht beschweren die sich da alle wieder über Wasser. Bevor ich überhaupt die Rohre legen kann. Aber egal. Großes neues Wohnviertel heißt große neue Bewohner. Heißt, gleich haben wir die großen Stadtteile. Dann wird das alles zu einer Großstadt geändert. Ja! Geld!
Hätte ich das gesehen, das ist eine kleine Gebäude. Ist die Stadt einfach frei von verlassenen Gebäuden? So. Bevor die Leute meckern, schnell. Bevor wir hier entlang legen. Zack. Und zack. Höhere Anfrage nach Industrie. Okay. Industrie kann ich euch geben, hier. Ist alles das Industrieviertel hier unten. Strom. Komische Wasserturbinen. So und so. Wunderbar. Jetzt haben wir Platz für viele neue Häuser hier oben. Wir haben da auch leider 3 Windturbinen. So. 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 Wunderbar. Da im Wasser stören die keinen. Mit ihrem Lärm. Wie viel Strom habe ich? Oh. Wasser setzen wir auf 80% und schauen, warum der sich beschwert. Was habe ich denn gemacht? Dass sich Leute hier über Wassermangel beschweren müssen. Okay, dann kann ich das Wasser wieder ein bisschen runterdrehen auf 70. Muss ich ja nicht übertreiben. Wie steht es mit dem Strom? Ein bisschen mehr, okay. Auf 80. Wie steht es mit dem Müll? Ja. Wir warten auf 500 neue Menschen. Wir haben gerade eine plus 100 Bevölkerungsanstieg, also sollte ganz gut gehen. Die haben zwar Bedarf an neuen Diensten, aber... Ich weiß, ich komme gerade überhaupt nicht mehr dazu, Leute und einzelne Dinge zu benennen, aber naja. Ne, es wird langsam zu einer echt sehr hässlichen, komischen Stadt. Naja, später ist alles voll mit großen Gebäuden, dann fällt es nicht mehr so auf. Ja, ihr wohnt neben der Müllhalte. Warum auch immer ich da oben eine hinplatziert habe. Und dann Häuser daneben gebaut habe. Das kann ich noch machen. Habe ich ein paar abgerissen. Sieht man auch an der Tatsache, wie glücklich die hier sind. So, kriegt einfach ganz oft das Paradox-Zeichen hier. Kriegen alle so lange, bis sie glücklich sind. Ich hoffe, ich habe Manus Tumor vom Krieg nicht abgerissen. So, da auch. Da nochmal. Hier auch. Wie glücklich eine Stadt sein kann. Nur wegen einer Art Gebäude, die überall hingestempelt wird. So. Alle happy. Kosten einfach überhaupt nichts, glaube ich. Ne, 16, ja. Überhaupt nichts. Was? Ich soll die Steuern hochdrehen, dass ich kurz mal mehr Geld bekomme? Oh, okay. Wie das Geld steigt. 17.000, 19.000, 21.000. Komm, 30.000. Jawohl! 40.000. Jawohl, okay. Und jetzt wieder runter. Oh. Ich hab die Steine schon wieder runtergesetzt.
Okay, und so. 12. Hört sich irgendwer? Nee. Jetzt wächst unsere Bevölkerung wieder. Und wir haben einen massiven Geldgewinn gemacht. Du bist krank? Ah, tut mir leid. Du bist krank, ich reiß dein Haus ab. Herzlichen Glückwunsch! Ja, Steuerrichtlinien, einzigartige Gebäudestufe 5, eine U-Bahn können wir bauen. Steuererhöhung für Geringbesiedelte, für Dichtbesiedelte, Steuererhöhung für einzelne Dinger, dichtbesiedeltes Wohngebiet, dichtbesiedeltes Gewerbegebiet und ein Bürogebiet. Ah, für gebildete Bürger. Müllverbrennungsanlage, Universität und U-Bahn-Station. Holy shit. Wow, unser Zuhause entwickelt sich schnell zu einer riesigen Stadt. Hashtag Good Times. Ja, finde ich auch. So. Jetzt, meine lieben Freunde. 1, 2, 3, 4. Erstmal so. Dann können wir jetzt die Gebiete ändern. Ist das hier zum Beispiel alles... Es wird jetzt ziemlich viele Bürger raushauen aus der Stadt. Ich schaue, dass sich nichts hier unten ändert. Hier unten wohnen ja noch die Leute, die ich benannt habe. So. Das wird alles zum Großgebiet geändert. Zack, 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 zack. Das Mittigste will ich halt haben, dass es die Großstadt ist. Logischerweise. Heißt allerdings, ich muss unbedingt es mehr so an der großen Straße halten. Ich hoffe, ich habe niemanden rausgekickt. Aus seinem schönen Haus. So. Also gab es nicht irgendwie so ein Viereck, was man ziehen konnte? Ja. So, bin ich immer gespannt, wie es sich jetzt entwickelt. Zack. Alle ziehen aus. Oh, ein Wunder. Es errichten sich große Häuser. Ah, schön. Wer sind sie schon, um mir anzuschaffen? Boah, was will er? Was ich tun und lassen kann? Ach, Rauchverbot. Klimawechsel. Die Stadt kann sich die Versorgung nicht leisten. So. Da oben wollen wir noch ein Krankenhaus hin. Weil es ja irgendwie gerade eine Seuche gibt. Hier können wir auch noch ein Krankenhaus reinbauen. So. Ja, ja, noch sinkt mein Geld. Das war mir aber bewusst. Das war mein böser Plan. Damit ich in der Mitte der Stadt ein großes Stadtzentrum errichten kann. Ich hätte die Häuser, die ich benennen sollen, in so ein extra Viertel tun sollen. Das coole Viertel. Ja, Mr. Charles Chapman. Nur weil du rauchen willst, ist mir egal. Natürlich gibt es verlassene Gebäude. Ich habe auch Häuser abgerissen. Immer wenn ich Häuser abreiße, gibt es verlassene Gebäude. Wir sind schon im Jahr 2021. Wir sind, wir nähern uns der Zukunft. Ah, wir kommen wieder ins Plus. Okay. Wir haben die Minusphase überstanden. Dicht besiedeltes Werbegebiet. Okay. Dann weg mit euch. Hier stehen ja eh keine Gebäude drauf.
deswegen. Ist ja vollkommen okay. Ach, wir können ja mit der Filling machen, ne? Ja. War, glaube ich, ein bisschen besser. Muss ich es ernsthaft erst wegmachen, dass ich das andere drüber erfüllen? Okay. So, die können dann dahin. Ins Bürogebiet. Wo wollen wir denn Büros haben? Können wir nicht an die Straße machen hier. Beschweren die sich über keinen Strom, weil der kommt ja, sobald die Gebäude da sind. So, dann kann ich noch ein paar Häuser einreißen und dann ist der Part eigentlich schon vorbei. So schnell das auch immer geht. Ich bin einfach irgendwie eine halbe Stunde im Dauerstress und dann ist der Part vorbei. Aber die Stadt entwickelt sich, die Stadt entwickelt sich. Irgendwie. Oh, ups. Komm vor. Ist denn ihr Problem? Nicht genügend Käufer für Produkte. Da kann ich nichts für. Not my problem. Ah, guck, das sind Bürogebäude. Angry Clans Mobile Games. Oh Gott. Abreißen. Happy Face Travel Agency. Solutions Inc. Financial News. Top Banking. Angry Clans Mobile Game. Oh, wir haben schon zwei Gebäude. Oh, packen wir die Uni einfach so richtig hier fett. Holy shit! Eine Welle der Freude geht durch die ganze Stadt. Na gut, aber eine Universität kostet wahrscheinlich auch. Ja. So. Ah ja. Achso, der Eingang davon ist recht klein. Ich check schon. So. So, jetzt haben wir eine Haltestelle, die wir hier runterführt. Was heißt das Symbol? Keine Ahnung. Okay, jetzt geht's hin und her. Brauchen wir gar nicht das da. Hoch die soziale Leiter. Ah, wir haben wieder die 7500. Wunderbar. Gut, dann würde ich den Part hier beenden, bevor ich wieder nicht mehr heute fertig werde und hochladen, weil der Part zu lang ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns weiter panisch um unsere Stadt kümmern. Die jetzt eine U-Bahn hat. Mal später dann noch da U-Bahn hin und so, dass man durch die ganze Stadt kommt. Die ist nicht fertig. Brauchen wir halt mehr Stationen. Alles easy. Ja, ich weiß, es macht ein bisschen Lärm. Was kommt vor? So. So.
So. Und so. Jetzt führt's im Kreis. Trotzdem ist immer noch dieses Hey, wir funktionieren nicht Symbol. Im Normalbetrieb. Keine Ahnung, was das Symbol bedeutet. Aber gut. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Holy Shit. Was haben wir denn jetzt hier? Sieht aus wie so ein Dinosaurierkopf. Hier ist das Auge. Und ihr habt einen Zylinder in der Hand. Okay, speichern. Dinosaurier. Saurier. Mit Zylinder in Hand. Auf. Ja, schade, ich wollte noch schreiben, auf Liegestuhl. Aber das ist zu lang. Gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.